Jo, was geht? Wieder zu einer neuen Folge mit meinem Smurf. Wir spielen Aram, weil ich hier finde, hier macht es keinen Unterschied, ob man Smurf ist oder nicht, weil hier ist es eigentlich vollkommen egal. Weil ich finde, wer nicht kapiert, dass man einfach nicht nach vorne laufen, in die Gegner reinlaufen sollte, ganz ehrlich, der hat halt einfach komplett kein Spielverständnis und der wird auch gegen Bots verlieren, ganz ehrlich, so ist es einfach. Und ich finde, da ist es überhaupt nicht unfair. Und ich finde es auch so Schwachsinn, weil es sind Normal Games. Für Anfänger ja sowieso zum Trainieren. Und solange man es jetzt nicht komplett übertreiben, die dann nicht auch noch beleidigt und in Deutschland die ganze Zeit schreibt, ja, was für Loser oder Noobs und Versager und sowas, finde ich, geht's, ja. Man muss halt nicht den Großkotz raushängen lassen, aber ich finde, Normal Games gehen voll klar. Also, Aram Games. Und Normal ist, wie gesagt, eigentlich auch. So. Wieso kaufe ich mit Ash Trainer? Oh fuck, das hat genau nicht getroffen, scheiße. Ja, das ist ziemlich OP eigentlich auf Ash. Vor allem bei Aram kann man eh ein bisschen trollern. Oh, Twitch hat sich unsichtbar gemacht. Ja, und genau, wenn man die ganze Zeit seine W spammen will, braucht man das eigentlich, weil die ist jetzt nicht so teuer. 60 Mana geht eigentlich voll klar. Das ist moderat, ganz normaler Skill halt, kostet immer. In dem Dreh 50, 60 ist echt eine Standardkosten-Sache. Und ja, um die, wie gesagt, die ganze Zeit spammen zu können, braucht man eigentlich schon eine Träne, weil sonst geht es einfach nicht. Oder irgendwas mit Mana Region, aber Träne kann man zu Mana Mune machen, dann zu Muramana und dann ist das Ganze ziemlich geil. Vor allem, dann kann man die ganze Zeit seine Q anlassen wegen dem vielen Mana. Hat immer Slow mit Basic Attacks, also wie als hätte man Frosthammer. Und da jetzt zum Beispiel der Trundle, ja. Also er steht da im 1 gegen 4, sein Team rennt weg und er bleibt da noch ewig lang stehen, verliert fast komplett sein ganzes Leben. Das ist natürlich schon krass, also, naja. Aber es geht ja noch. Abgesehen davon weiß ich auch nicht, wer hier überhaupt alles Smurfs und wer nicht. Da der eine Schwörer heißt, gehe ich mal davon aus, dass der, ja, da zum Beispiel der Nasus, let me farm please, ne, auch so eine Sache. Der letzte Nasus wusste es ja nicht so ganz genau, wie man das macht. Von daher ist das, glaube ich, im Aram noch am, ja, besten. Außerdem macht es übelst Bock, Aram, weil es schnelle Runden sind, es dauert nicht so lang. Und ja, ich habe sogar ein 4 gegen 5 gestern gewonnen. Also im letzten Game, was ich gezockt habe, 4 gegen 5 gewonnen. Das war auch ziemlich funny. Nur uns bei einer AFK und ja, die Gegner haben es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Und da waren sogar safe zwei Smurfs drin. Die haben nämlich danach sogar geschrieben, dass sie Smurfs sind. Dass sie immer mit Noobs ins Team kommen. Dass sie immer die einzigen beiden Smurfs sind und dann verlieren. Oh, Leute. Dead Chaos. Das war... Alter, der Twitch läuft ganz nach vorne und flasht da weg. Ey, GG. Oh, das hier hätte sie mir schon lassen können. Good pick. Hätten eigentlich First Blood bekommen. Karma. Ich muss jetzt trotzdem ein bisschen aufpassen. Der Swain, man hat es gerade gesehen, der macht sau viel Schaden. Wenn man die ganze Zeit seine Q tankt, ist es echt viel. Also E und dann Q, das ist schon krasser Schaden. Vor allem gegen den AD Carry, ja. Gegen den AD Carry habe ich Swain noch nie gespielt. Also zumindest jetzt nicht direkt. Ja gut, das heißt nicht direkt. Nein, einfach noch überhaupt nicht. Ja, wobei doch. Ne, Moment. Gegen wen habe ich das letzte Spiel mit Swain nochmal gespielt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach, gegen Cho'Gath, Singed und Sejuani. Doch, genau, die drei waren es, genau. Cho'Gath, Singed und Sejuani. Ja, stimmt, genau. Ja, also noch kein AD Carry, von daher, oh. Habe ich diesen krassen Damage noch nicht gesehen. Eigentlich habe ich auch noch gegen keinen richtigen Midlaner gespielt. Und letztes Spiel gegen überhaupt niemanden gespielt. Ah, nein. Klassischer Tag in der Kluft der Anfänger halt. Oh, der Twitch macht aber ganz schön Schaden. Ash's Ulti ist halt in Aram richtig geil. Also die zu verfehlen ist nicht unmöglich, aber schwer auf jeden Fall. So, slow mal den Trundle mal ein bisschen down. Zusätzlich zum Exhaust. Nein, wir kriegen ihn nicht. Schade. Oh, das ist Ulti-Time, meine Freunde. Ich weiß nicht, wie wenig... Ah, scheiße, ich habe einen Tower Shot getankt. Damn. Weggesniped. Ja, Ash Full AP ist halt auch so eine Sache. Sowas kann man auch nur in Aram spielen. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so cool, weil
du kannst das ganze Spiel eigentlich nichts machen. Also erstmal kannst du nichts machen, bis du Level 6 bist. Und wenn du dann Level 6 bist, okay, gut, die Ulti macht sau viel Schaden, aber du hast sie dann trotzdem nur alle, selbst wenn du Abklingzeit kaufst, 60 Sekunden, was einfach nur ultra wenig ist. Ja, dass du nur alle 60 Sekunden irgendwas machen kannst, das ist schon scheiße. Ja. Natürlich kann man dann Sachen kaufen wie Ludens Echo und Lich Bane, dass man dann trotzdem mit W und Auto-Attacks dann Schaden macht, aber naja. Es ist halt trotzdem noch ein AD Carry, den man jetzt nicht so unbedingt auf AP spielen soll. Ist im Endeffekt wie Varus, ja, geht schon, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. So, ich bin gefährlich low. Eigentlich kann ich da gar nicht mehr wirklich vor, weil die Quinn, die läuft da schon so behindert nach vorne. Ich fürchte allgemein, dass wir den Fight richtig hart verlieren werden, was wir auch tun. Jupp. Naja, gut, wir haben die jetzt alle, fast alle einmal oder zweimal gekillt, da war jetzt natürlich klar. Ich hab's schon wieder. Schon wieder ein Twitch. Was ist denn dieses Spiel los? GG, die haben uns nicht gazed. Sehr schön. So, ja, ich finde Ash auf Attack Speed ziemlich nice, aber ich kaufe trotzdem erstmal letzter Atemzug. Also ich kaufe mit Ash sehr, sehr gerne sehr, sehr viel Attack Speed. Weil dann hat man halt dauerhaft diesen Slow alle 2 Sekunden. Wenn du in 2 Sekunden mehr als ein Auto-Attack machst, geht dieses Slow nicht mehr weg und dann GG. Jetzt soll ich halt meine Q noch nicht permanent an, weil halt trotzdem mein Mana jetzt noch nicht so ultra hoch ist. Aber kann man... Nice, easy Double Kill. Ich habe sogar meine Ulti. Also... Oh, Dreifach-Töte. What the fuck? Oh shit. Fuck! Ja, das war halt jetzt Swain. Oh, wobei, nur Twitch hat so... Ja, wobei, nee. Ja, insgesamt hat natürlich Swain immer mehr gemacht. Aber Twitch hat gar nicht mehr so wenig gemacht, ne? Ja, egal. Trotzdem, einfach mal so ein Triple Kill gemacht. Wobei man sagen muss, die waren alle low. Also jetzt nicht low Spieler, sondern low life. So. Leute, die flamen hier ernsthaft? Der Narsis, ey. Classic Flamer. Classic Bronze Kid. Wobei manche Leute, da muss ich echt sagen, ja, die sollten echt lieber AFK gehen, aber nicht in einem A-Rahmen. Ganz ehrlich, was kann man hier falsch machen, ey? Also du bist Sejuani echt nicht so ein geiler Champion. Gut, aber nach Level 6 dann schon. Mit der Ulti ist sie schon ganz geil, weil die ist ja auch eigentlich unverfehlbar. Also, ja gut, natürlich kann man sie schon verfehlen, aber ja. Oh, na da zum Beispiel. 3 Leute ist dann, war doch GG. So. Verpiss dich, ey. Alter. Aber ich würde Sven ja auch mal gern gegen den AD Carry spielen. Da hast du halt auch noch die Sicherheit, der wird sich jetzt safe keine Magie... Oder ziemlich safe keine Magieresistenz holen. So. Ich lasse jetzt mal meine Kuh ein bisschen an, damit die Träne stackt. Oder Mana Mune, besser gesagt. Dass es mal zu Mura Mana wird. So, wie viel habe ich denn schon? 216 erst, ja, muss ich unbedingt mal ein bisschen die Kuh anlassen. Sag mal immer so, bis ich ein bisschen weniger als Half-Life habe, vielleicht. Ups. Oh. Fuck, 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 fuck. Ja, ich bin tot. Na, ah, der Schild hat mich gerettet. Naja, ja, gut, ich jetzt glaube ich auch so überlebt, aber das wäre ziemlich knapp geworden. Ja, fucking Swain. Tschu, bam. Lois hat nur einen getroffen, egal. Die schnapp ich mir. Und den schnappen wir uns auch. Oh, ah, schade. So. Aber allein daran, wie die Fokussen, sieht man, die sind safe keine Dingens. Safe keine komplett Anfänger. Ach verdammt, ich wollte meinen letzten Atemzug holen. Ja, aber nee, es passt schon. Ne? Ich hasse es, so wenig Attack-Speed zu haben. Kaufe ich jetzt. Genau. Jo, passt ja. Ja gut, Trundle ist halt auch so ein Champion, ist halt eigentlich ultra used. In Aram ist halt alles gut, eigentlich alles, was Range hat und alles, was Flächenschaden hat. Und wir haben Karma, wir haben Cho'Gath, Ashe und Sejuani, das ist eigentlich eine richtig gute Kombo. Also Sejuani, wenn sie in den Leuten drinsteht mit ihrer W, ultra nicer Schaden und mit ihrer Ulti, pff, ist Teamfighten, Ashe und Sejuani, ey, diese Ultis einfach, ja, das ist halt wirklich unbesiegbar eigentlich. Also es ist halt CC auf Doom, ja, Slows und Stun auf, wirklich auf Doom einfach nur. Und
ja, dann eben, wie gesagt, Cho'Gath, seine Q, seine W, 2,5 Sekunden Silence, Knock-Up, wir haben eigentlich alles. Ja. Und dann noch Nasus Ultra Slow und ja, lustigerweise dann auch noch Sophie Tankiness. Gegner haben zwar auch nicht wenig CC, aber auf jeden Fall weniger als wir. Es gibt auf jeden Fall noch uselessere Teams als die, oh Leute, ich habe es hier aus Versehen genommen, als die des, der Gegner. Des, das Gegnerteam. Keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Bin so abgelenkt, denn ich will Swain töten. Ah, ich wollte jetzt nicht dafür ulten. Das mache ich auch nicht. What the fuck? Hm. Gar nicht gesehen, wie der mich gekillt hat. Er hat mich auch gar nicht... Es war wieder Swain. What the fuck? Ich sehe... Ich habe gerade überhaupt nicht gesehen, was mich gekillt hat. Erst jetzt, wo ich tot bin. Okay, aber es war wieder Swain, ne? Mit Abstand den meisten Schaden an mir gemacht. Ich dachte erst, es wäre jetzt Twitch gewesen, der mich da so geburstet hat. Es sah auch irgendwie voll so aus, aber er hat nur den letzten Schaden gemacht. Ich kam nicht mehr dazu, meine Ulti zu schießen. Na, egal. Es ist ja das Behinderte, dass ich der einzige AD Carry bin. Der einzige, der noch low ist vom Leben und von der Rüstung her, ist Karma. Und die hat sich sogar Zaubervampir geholt. Von daher bin ich schon ein sehr, sehr attraktives Team. Team? Ziel für den E-Team. Oder na gut, egal welches Team es ist. Ich bin immer ein attraktives Ziel als AD. So, fucking Minions da auf mich anzugreifen. Ja, ich darf halt nicht mehr so weit vorgehen, das ist halt blöd. Aber wenn der Swain mich in einer guten Position und alle seine Skills macht, bin ich halt einfach fast tot. Ohne dass noch großartig jemand anders dran mitwirkt. Und wenn eben jemand anders daran noch mitwirkt, bin ich eben, wie gesagt, down. Kannst du nichts machen. Na, so wie die jetzt down ist. Oder auch nicht. Sniped. Snippert. Ach so, der Tower ist ja schon down. Ich habe echt so Schiss vor dem Swain, das ist wieder voll in mein Element zurückversetzt. Klassiker Swain halt. Ah, da sieht man es, der Schaden. Trotz Karmas Schild, ey. Der Schild ist einfach in Sekunden weggeburstet. Ach komm, verpiss dich doch mit deiner Ulti. Nice Damage von Nasus. Der 72 Stacks in Aram. Das ist krass. Das ist echt krass. 72. Nice. Ach komm, ja, ich kann den nicht contesten, leider. So, aber allerdings schon, wenn einer vor mir steht. So. Leider keine Ulti parat, das ist 20 Sekunden wieder. LOL. Cho'Gath hat einfach da hinten Quinn gekillt. Niemand kriegt's mit. Beziehungsweise Lulu ignoriert's einfach. GG. Aber wir haben halt echt ein saugeiles Team für Ava. LOL, wie niemand den Zauber zerstört. So. Ich habe nicht mal die meisten Kills. Karma hat genauso viele. Liebe es, mit der W zu poken, ja. Das ist einfach das Beste, was es gibt, weil da triffst du eigentlich fast immer jemanden. Außer es ist Outrange. Aber jetzt so, in dem Fall, Leute, hat einfach so Klingelsgeschütz Königs auf mich gemacht. Nee, es war seine Ulti. Leute, hat seine Ulti einfach so auf mich gemacht, ohne zu engage. Ja, wobei, es ist jetzt eine ziemlich blöde Ausgangssituation für uns. Wir hätten jetzt richtig hart auf die Fresse bekommen. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Ja gut, Twitch war nicht dabei. Und der ist ja doch ziemlich wichtig für die. Ja, wenn Twitch dabei gewesen wäre... Oh, wieso war der nicht dabei? Frage ich mich. Schaut mal das Leben an. Wenn Twitch von hinten mit der Ulti die ganze Zeit reingeballert hätte, hätte easy einen Triple Kill gemacht. Mindestens. Aber ja gut, vielleicht war er noch tot, keine Ahnung. Auf sowas achtet man ja eigentlich, bevor man so ein Teamfight startet. Jetzt zum Beispiel ist mein Mana fast leer, jetzt kann ich die Kuma wieder ausmachen. So, ich bin jetzt schon bei 496. Das war jetzt nicht so klug, da nochmal reinzulaufen. LOL. LOL, weil ich geflasht bin, hat meine W-Quinn nicht mehr getroffen.
Schade. Passive Damage OP von Quinn. Ah, das überlebt der Joker, glaube ich. Oh, oh. Karma, die Rettung. Und stürzt sich selbst ins Verderben. Ja, oder auch nicht. Ja. Ja, kaufe ich einfach nochmal einfach. Stackt, hat ja keinen passiven Effekt. Das stackt sich ja zum Glück. Sehr schön. Sehr schön. 12-5-24. Nice. Bei 36 von 39 Kills beteiligt gewesen. Sehr schön. Solche Quoten habe ich doch gerne. Auch wenn es hier eigentlich relativ egal ist. Ah, verdammt. Schlecht. War irgendwie klar, dass die nur Dingens treffen würde. Trundle. Aber ich konnte es ja mal probieren. So. Ich will auch nochmal einen Kill. Auch nochmal einen Kill. Komm. Und. Ah, schade. Schade. Na gut, bei dem Team, wo jeder sowas hat zum Klauen, ist es natürlich schwierig. Ja? Karma Q, Nasus Q, Chogat Q, W, Ulti. Da hat jeder einen Skill, mit dem er da guten Kill nehmen kann. Da ist die Jahni hat für eine. Oh fuck, verpiss dich, Junge. Wenigstens seine Wege dodged. Boah, sein Ulti macht auch kranken Schaden. Na, oh, ich habe endlich einen Kill bekommen. Nice. Endlich wieder, besser gesagt. Nein! Oh, das war endlich die Chogat Q, ist auch so okay. Yo, GG! War noch eine spaßige Runde. Da ich jetzt heute zwei Folgen aufnehme, mache ich, glaube ich, gleich nochmal sowas. Oder was können wir noch zocken? Ich habe jetzt 3 gegen 3, 5 gegen 5, Aram. Ja, Ultra Rapid Fire geht leider nicht, das ist erst bis Level 10, aber ja gut, ich bin jetzt eh nicht so der Fan von dem Modus, deswegen. Aber ich mich würde es ein bisschen interessieren, wie die Anfänger das spielen. Wobei Level 10 ist ja dann doch schon, da hat man ja doch schon einige Games hinter sich. So knapp 30. Naja, jo, ich bedanke mich fürs Zusehen, macht's gut rein und ciao, ciao.